hier bin ich mal wieder mit einer super weirden, spontanen Selbsterkenntnis. Und zwar habe ich gerade ein bisschen über diese ADS-Sache nachgedacht, weil ich professionell gefragt wurde, ob ich dazu mal irgendwo was sagen will. Und dann fängt man an zu denken und ihr wisst, wie es ist. Und dabei ist mir eine krasse Sache aufgefallen und zwar nur ein kleines Unterthema. ADHS und Ordnung. Um es mal ganz kurz zu machen, ADHS bedeutet unterm Strich, wir können uns nicht konzentrieren, weil uns dafür wichtige Neurotransmitterstoffe fehlen. Das bedeutet, in unserem Kopf ist kein Filter. Das bedeutet, in unserem Kopf kommt alles, was reinkommt, ungefiltert rein. Sprich, in unserem Kopf ist die Hölle los. Dauern 24/7. Deswegen beruhigen wir uns über so weirden Kram wie Klemmbausteine, diese kleinen weirden, nerdigen Sachen, die beruhigen uns. In unserem Kopf ist also dauernd Unordnung und daraus entsteht ein weirdes Verhältnis zur Ordnung im Leben. Witzigerweise, das war noch nicht mehr klar, ist mein Blick, den ich gerade sehe, Alter, warum sitze ich hier überhaupt? Und dabei habe ich eine Sache festgestellt. ADHSler neigen auf verschiedene Arten damit umzugehen. Bis vor wenigen Jahren war ich ein sehr, sehr penibel ordentlicher Mensch in meiner Wohnung, in der ich alleine gelebt habe. Ich wollte, dass alles nicht so doll benutzt aussieht, dass nicht viel Stuff rumsteht. Meine Familie fand es wahnsinnig kalt hier. Mich hat es wahnsinnig gemacht, Unordnung zu sehen, weil ich eben innen drin schon so viel Unordnung habe, dass ich das überhaupt nicht gut ertragen kann, das zu sehen. Ich gaukle mir also selber vor, naja, wenigstens ist das, was ich sehe, ordentlich, sodass nur noch in meinem Kopf Unordnung ist. So habe ich einen größeren Teil meines Lebens gelebt und dann habe ich irgendwann meinen Mann getroffen, wusste auch überhaupt nichts von meinem ADS und bin sehr schnell mit dem zusammengezogen und stellte sich raus, andere Menschen lassen Strümpfe liegen und Unterwäsche und klar versucht man am Anfang irgendwie zu sagen, hey, das finde ich nicht so gut. Und dann merkt man ganz schnell, ja, aber so ist es halt. Ich fange ja jetzt keinen Streit an über sowas. Ne? Sprich, ich musste lernen, wenn man zusammen wohnt, muss man sich dem anderen ein bisschen anpassen. Habe also tatsächlich Unordnung adaptieren können. Es fehlt mir irgendwann nicht mehr so sehr auf, wenn Sachen rumliegen, beziehungsweise es stresste mich nicht mehr so sehr und hat mich aber leider ins komplette Gegenteil kippen lassen. Je mehr ich jetzt auch selber weiß über ADS, desto mehr lässt man auch los, anders zu sein. Und deswegen verstärkt sich das auch wahnsinnig oft, was auch seinen Vorteil hat. Aber Fakt ist, ich bin jetzt wahnsinnig unordentlich. Ich prokrastiniere mehr, weil mein Mann auch so ist und weil ich denke, okay, es nervt mich wahnsinnig an mir, muss ich mir auch noch mal was zu überlegen. Aber nur mal das, das ist so ein spezielles Verhältnis und es gibt Gründe dafür. Jetzt liegt hier super viel rum. Aber mein Geist blendet es einfach aus, was ich nicht sehe. Ich mache Türen zu, all die ollen Sachen sind in genau diesem Zimmer. Draußen versuche ich noch so halbwegs Ordnung, aber ich räume Sachen nicht weg. Ich räume sie nur außer Sicht und das ist furchtbar und so ist es in unserem Kopf auch. Und wir wissen, dass das doof ist, aber es ist uns einfach nicht sehr gut möglich, anders zu sein. Das wollte ich sagen. Es führte schon wieder eins zum anderen. Ach, eine Sache, die ich auch schon tausendmal gesagt habe, die coole Schummelmischformen sind Doompiles, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir neigen dazu, und ich habe darüber schon Videos gemacht, bevor ich überhaupt das Wort ADS gehört habe, dazu, wenn wir Unordnung haben und die nicht wegräumen können, einfach weil wir es nicht können, sie zumindest so zu sortieren, dass sie aussieht, als hätte man sich darum gekümmert. Ich habe Videos gemacht von Geschirr, was sehr kunstvoll sortiert ist, einfach weil es mir ernsthaft das Gefühl gibt, ist ja so gut wie abgewaschen. Das sind Doompiles, ne? Sachen, von denen man weiß, das muss eigentlich irgendwo hin, ich habe keine Ahnung, wohin. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich hier der Papiermüll. Ich bin nicht faul, sondern es überfordert mich. Teile von mir denken, ah, und dann ist da auch noch der Papiermüll. Das kommt ja nur ganz oben rauf auf einen so vollen Sack. Und das überfordert uns und wir denken, das ist ja dann nicht so wichtig wie die anderen wichtigen Sachen, pipapo, und auf einmal entsteht sowas. Und damit wir es nicht dauernd sehen müssen, es gibt ja auch Menschen mit kleineren Wohnungen als ich, damit wir es nicht dauernd sehen müssen, sortieren wir es zumindest ästhetisch hin, sodass es nicht so auffällt, eher aussieht wie, ja, da wird sich gleich jemand drum, irgendjemand wird sich ja den Papiermüll runterbringen, auch wenn das meine Aufgabe ist. Das ist das Ding. Entweder blitzeordentlich, einfach weil die Unordnung im Kopf schon so zu viel ist, oder so unordentlich, weil die Unordnung im Kopf zu viel ist. Es gibt kein vernünftiges Zwischending, würde ich behaupten, also bei irgendjemandem immer. Aber das ist sehr, sehr typisch und ich habe einfach eben gerade entdeckt, dass ich beides bin. Jackpot! Wisst ihr, was auch super typisch ist, dass ich dieses Video eben gerade einfach gemacht habe in dem Moment, in dem ich dran gedacht habe. Und jetzt gucke ich mir das an und denke, Alter, du hättest dich doch, das muss ja jetzt nicht die Raufasertapete im Hintergrund sein. Ich hätte doch zumindest mal gucken können, ob die Mütze nach was aussieht, ob ich vielleicht vorher einen Schluck Wasser trinke. Ich habe irren Durst. Ob ich einfach vielleicht ein bisschen die Wimpern schminke. Mein gesamtes Gehirn sagt, ja, laber.
Du gehst sofort an die nächste weiße Wand und setzt dich hin und machst das Video, obwohl da die Badewanne läuft und ja, jederzeit dein Mann kommen könnte. Ist doch egal, wie du aussiehst, das muss jetzt raus. Auch das ist ADS. Es stört mich inzwischen überhaupt nicht mehr. Ich liebe es, wenn ich das merke und ich mich nicht nerve dabei. Denn ist doch egal, ob ich geschminkt bin oder nicht und wie es hier aussieht. Dafür ist es wenigstens real, was mir tatsächlich gerade eingefallen ist. Aber auch das, dass ich nicht mal diese eine Minute habe, um zu sagen, jetzt guck mal, was hast du überhaupt an? Das ist dein Sonntag, du siehst auch, ne? Ey Leute, ohne Scheiß, wenn wir schon dabei sind, ne? Ich kann es nicht fassen. Die Badewanne, von der ich eben gesprochen habe, die läuft seit 10 Minuten etwa, hat er den Stöpsel nicht zu. Soll heißen, wir sind gerade 10 Minuten lang einfach Wasser durchgelaufen, nur weil ich nicht gecheckt habe, ob der Stöpsel zu ist. Wie dämlich, was ich übrigens auf dem Weg zur Wanne, den ich jetzt schon dreimal gelaufen bin, weil immer irgendwas war zwischendurch und jetzt den Stöpsel, also Wasser ist schon raus, naja. Was ich die ganze Zeit übrigens mache, ist das. Guckt mal, der Weg vom Bad zum Raus, hier steht ein Wischeimer. Ich bin jetzt hier insgesamt 6-mal drüber gelaufen. Das Allereinfachste wäre, den scheiß Wischeimer einfach zur Seite zu stellen. Stattdessen bin ich immer so, ja, geht nicht. Entweder, weil ich gerade irgendwas nicht vergessen darf oder weil ich irgendwas anderes wirklich wichtiger finde, und schlängel mich da wie ein Idiot die ganze Zeit. Ja, geht schon. Das muss doch überhaupt nicht sein. Und ihr, wie gesagt, mir ist so wichtig, dass ihr wisst, wir wissen das. Wir sind nicht dumm. Es ist nicht so, dass wir faul sind. Es ist so, dass wir es wirklich nicht hinkriegen. Irgendwas in unserem, wobei gar nicht irgendwas, sondern es ist ja nachgewiesen, was in unserem Gehirn verhindert diese Fähigkeit. Natürlich ginge es motorisch, angenommen, es würde brennen, aber es hat eine Priorität, die so weit hinten ist, dass es erstaunlich ist. Und das ist eben nicht, weil wir das mit Absicht machen oder nerven wollen oder verwöhnt sind oder verzogen sind oder nicht auf andere achten, sondern unser Gehirn funktioniert irgendwie anders. Das ist wirklich nervig. Und das Problem ist, dass wir wissen, dass das nervig ist und wir wissen, dass ihr das nervig findet und das macht alles beschissener und anstrengender. Es fing an mit Ordnung und Unordnung und auf diesem gesamten Weg habe ich so viele Moves gemacht. Vielleicht fange ich mal an, das jedes Mal zu filmen. Einfach, dass man mal so sieht, was man so für Bullshit am Tag macht. Auch in der Hoffnung, dass man vielleicht mit mehr Awareness für sein eigenes Verhalten das vielleicht ändert. Weil, boah, ich könnte jetzt echt auch diesen Wischeimer wegmachen mal. Und dann Nein gesagt.